Person von sich. Sieht aus gewesen, aber. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ja, ich bin's. Che. Du hörst dich irgendwie seltsam an. Es liegt wohl an der Sprechanlage. Ich brauche aber einen handfesteren Beweis, Shay. Oder wer immer du bist. Ich will glauben, dass du es bist, Shay. Trotzdem kommt mir das alles im Moment so komisch vor. Erst der Absturz, dann fiel meine Steuerung aus und jetzt erreiche ich deinen Vater nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich vertrauen kann. Es würde mir besser gehen, wenn du mir einfach ein paar Fragen beantwortest, okay? Natürlich. Nun gut. Erste Frage. Wie hieß dein Lieblingsplüschtier, als du noch ein Kind warst? Boah. Das weiß ich jetzt nicht. Mister. Mach weiter. Knuddel. Ist das deine Antwort? Ja. Mr. Knuddel. Verstehe. Oh, Shay, es freut mich sehr, dass du dich an Mr. Knuddel erinnerst. Oh. Er war dein erster Freund, den ich für dich gestrickt hatte. So langsam macht das keinen Spaß mehr. Wie bitte? Gar nichts. Verstehe. Nun gut, dann habe ich noch eine Frage für dich. Welcher meiner vielen Kosenamen für dich hat dir am besten gefallen? Himmelbrötchen. Cupcake. Muschelbäckchen. Bitte, können wir das bleiben lassen? Genau. Genau diese Antwort habe ich immer darauf bekommen. Du hast meine Kosenamen gehasst. Also, Shay hat sie gehasst. Nun, zur Sicherheit noch eine Frage. Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn jedes Jahr neue Weltraumstiefel, bis er darauf bestand, maschinenfabrizierte vom Replikator zu bekommen. Er würde sich sicher daran erinnern, dass ich niemals eine Farbe oder ein Muster wiederholte, damit es nicht langweilig wird. Sag mir also bitte, welche Farbe, welche Größe und welches Muster seine allerersten Weltraumstiefel hatten. Oh mein Gott. Blau mit roten Streifen. Blau. Und die Größe? Größe 4. Und das Muster? Streifen. Oh. Und ich dachte schon, dass du wirklich Shay wärst. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. Okay, das waren irgendwelche Schiebel. Hallo, ich bin's, Shay. Was war noch mal die letzte Frage? Bis zu seinem 9. Geburtstag machte ich meinem Sohn... Okay, wir probieren... Blau. Und die Größe? Größe 3. Und das Muster? Schädel. Oh. Ich glaube, ich muss noch mehr herausfinden. Ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Oh Gott, da muss ich jetzt alles einmal machen. Okay. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wäre nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Die Größe interessiert mich, die Farbe. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wäre nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Okay, also seine Schuhgröße um 3 Größen gewachsen. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel.
Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit Totenschädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, Shay. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Okay. Hi, Mel. Hey, Mel. Augen zu. Immer mit dem Hinreiseteleporter zurückreisen, um ungewollte Veränderungen zu vermeiden. Jetzt ist er noch größer. Übertreib's nicht, Schätzchen. Du musst mit mir zurück, bevor du platzt. Aha, okay. Also wenn wir nicht nochmal die ganze nervige Prozedur machen. Aber das mit der Durchsetzung. Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen raten. Hallo, ich bin's, Che. Also grün. Und die Größe? Das Größte ist 6. Das kann 5 kann es nicht sein, wenn sie 3 Nummern größer, also 3 Größen größer geworden sind. Größe 3. Und das Muster? Schädel. Oh. Und ich dachte schon, bist du wirklich schädel. Ich glaube, ich muss noch mehr her. Ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Ah, 7. Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Doch Größe 4. Okay. Hi, Mel. Hey, Mel. Dann hat er doch Größe 4 gehabt. Und da ist mir mal die Schuhe. Ich wette, irgendjemand wollte Socken stricken, die aber viel zu... Ja, das mit dem... Hi, Mel. Hey, Mel. Schließ die Augen und schau nicht nach unten. Ciao. Hallo, ich bin's. Grün. Und die Größe? Größe 4. Und das Muster? Schädel. Oh. Und ich dachte schon, dass du wirklich schädel wärst. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. Ich glaube, ich muss noch mehr herausfinden. Oh, ich jetzt. Ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Das ist das glücklichste Opfer eines Schlangenbisses, das ich je gesehen habe. Okay, also wenn wir davon ausgehen, dass das ist. Aber er hatte vorher rote Streifen. Okay, also das sind die nächsten Schuhe. Ah, was tust du? Offenbar hatten diese Leute riesige Monsterraumschiffe, bevor sie die Farbfotografie erfunden haben. Also er hat auf jeden Fall Größe 4, das ist schon mal richtig. Das mit den grünen Schuhen. Das ist alt. Also das waren dann die späteren Schuhe. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Okay, blaue Stiefel mit roten Streifen. Ja, probieren wir das mal. Aber da ist er 8. Also kann es das auch nicht sein, weil das waren nur blaue Stiefel. Das kann es auch nicht gewesen sein, oder aber 8. Was ist das? Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. So, das waren lila Stiefel. Das kann es aber auch nicht sein. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert.
Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Du willst sehen, dass sie Punkte haben? Sicherheitspreis. Wassersport. Erster Platz, Umarmmarathon. Da steht Sicherheitspreis, Kategorie Schuhwerk. Zweiter Platz, Wettbewerb im Schuhebinden. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat, so wie ich. Ein Gemälde von etwas, das wie ein roter Stiefel aussieht. Und wir probieren es jetzt mal mit Rot. Heime. Hey, Val. Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen. Ja, ja. Chili. Ich will das jetzt nicht schaffen. Hallo, ich bin's. Susi war Rot. Und die Größe? Größe 4. Und das Muster? Punkte. Oh. Und ich dachte schon, dass du wirklich schief wärst. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich muss noch mehr her. Nein, musst du nicht. Gut, das war's. Ich muss eine Karte machen, um diese Hinweise zu ordnen. Ich nehme einfach dieses Stück Papier und diese Stifte da. Voila! Nun, der schwierige Teil ist geschafft. Jetzt muss ich die nur noch ausfüllen. Wieso Größe 6? Wir haben Größe 7 drauf. Aber nicht. Also, wir wissen, dass er im Alter. Achso, soll das, das Alter sein, okay? Im Alter von 7 hat er grüne Stiefel. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Ja, er hat Jay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel, das Musical. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Jays erste Weltraumstiefel, 5 Jahre. Süß, aber ich wünsch... Heime. Hey, Val. Augen zu und... Wollt ihr jetzt hier auch so einen Plan herstellen, oder was? Vielen Dank, dass du... Hallo, ich bin's, Jay. Rot. Und die Größe. Größe 3. Und das... Punkte. Oh. Ich glaube, ich muss noch mehr... Nein, jetzt war das zu mehr. Ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Augen zu und durch. Alles da? Super. Jetzt ist er noch größer. Überraschend. Jetzt langsam nervt's. Oh. Und der Schwede mit dem... Dafür muss man nur die dämliche Rätsel lösen. Hallo, ich... Blau. Und die Größe? Oh, blau kann es nicht gewesen sein. Größe 3. Und das... Punkte. Oh. Ich glaube, ich muss noch mehr... Ich weiß, dass die Antwort hier irgendwo zu finden ist. Ich glaube, ich muss...
Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Wenn man wenigstens irgendwie Punkte machen könnte. Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Okay, ich zeichne mir jetzt wirklich so eine Karte. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat, so wie ich. Was haben die Milchzähne damit zu tun? Alter, Six. Super, keine Ahnung. So weiter von fünf. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Süß, aber ich wünschte, sie wären nicht bronziert. Ich kann ihre Farbe nicht erkennen. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Das ist so nervig. Also. Wir haben das Alter 5, 6, 7 und 8. Das ist jetzt das Alter. Wir haben die Schuhgröße 3, 4, 5, 6. Und wir haben die Farbe und die Muster. Und bis jetzt haben wir die Farben Blau, Lila, Rot und Grün. Und wir haben Schiere, Punkte, Streifen. Und was war das letzte? Ich glaube, ich habe alle Hinweise, die ich brauche. Ich muss sie nur zusammenfügen, um diese Karte auszufüllen. Und nichts. So. Und das Nichts. Und blau. Blau-blank. Wissen wir, was wir wissen? Schere. Das heißt, Blau und Grün scheiden aus. Es bleiben nur noch Lila und Rot. Da gesagt wurde, dass es rote Streifen sind. Rot und Streifen. Kann es nur noch Lila sein. Okay. Dann also Lila-Punkte. Dann von der Größe. Im Alter von 7 hat er die Schädelpunkte getragen. Schädel. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Also er muss mindestens Schuhgröße 3 gehabt haben. Wenn er 3 Schuhgrößen gewachsen ist. Hm.
Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Okay, im Alter von 8 hat er blaue Schuhe gehabt. Im Alter von 7 die Schädel, das wissen wir schon mal. Aber die Farbe weiß ich ja sowieso, daher ist es eigentlich ziemlich dämlich, was auf diese Art und Weise zu machen. Ich habe nur die Probleme mit der Schuhgröße. Heime! Hey, Val! Du hast doch wenigstens... Schauen wir mal, was das jetzt ist. Vielen Dank!